Interessant. Guten Tag. Hallo. Moin, grüß dich. Moin. Hi, Theo. Moin. Hallo. Hi, Charlotte. Moin. Schön, dass ihr da seid. Danke. Ja, jetzt wollen wir uns gleich erstmal entschuldigen eigentlich. Genau, wir haben letzte Woche versagt, weil wir dachten, dass ihr letzten Freitag gekommen wärt und haben uns dann live gewundert, wo ihr bleibt. Ja, und dann haben wir beschlossen, dass Boris Impro-Theater macht und ich ihn interviewe. Und wir haben unfassbar versagt. Ja. Es war schlecht. Perfekt. Versagen gehört dazu tatsächlich. Ja. Versagen gehört dazu. Ja. So, das ist aber ganz, Freunde, es wird direkt zum Anfang der Sendung richtig philosophisch. Versagen gehört dazu. Ich kann das nur bestätigen, denn nur aus dem Versagen kann man wachsen. Ja, genau. Der Humus des Versagens, toll. Lass uns sprechen über das, was ihr tatsächlich macht. Das Wichtigste vorab, jeder, der jetzt zuguckt und der macht wahrscheinlich am meisten Sinn, der in Hamburg wohnt oder zufällig aus Guadeloupe, haben wir, glaube ich, gestern Zuschauer gehabt, nach Hamburg kommt heute, der hat die Möglichkeit, morgen in die Kammerspiele zu gehen, in den Logensaal, weil da seid ihr morgen. Ne? Genau. Wenn ihr euch jetzt meldet und als Lösungswort steife Brise sagt, dann bekommt ihr Due 2 Tickets. Oh. Echt? Ja. Wie gut ist das denn? Steife Brise. Achso, ja, man muss mitmachen bei moinmoin@hamburg1.de per E-Mail oder im Chat. Richtig, mit Postkarte, sage ich so, hat keinen Sinn, das schaffen wir nicht. Deswegen wäre wichtig, das Ganze online zu machen. Alternativ kann man auch anrufen bei Marco unter der Nummer 01716. Nein, schon. Bis dahin war gut. Ich habe kurz die Schweißperlen auf der Stirn gehabt. Impro-Theater. Es gibt kein Drehbuch. Ihr überlegt euch so ein bisschen was vorab oder ist wirklich alles improvisiert? Also es ist tatsächlich so, dass es ein paar Strukturen gibt, die wir uns vorher überlegen. Mhm. So. Aber was den reinen Inhalt angeht, das ist alles komplett frei. Das entsteht aus dem Stegreif, aus dem Moment, was wir gerade mit uns tragen und was wir als Inspiration vom Publikum bekommen. Mhm. Impro-Theater ist in Hamburg bekannt. Es gibt ja mehrere Gruppen. Ihr gehört, glaube ich, wenn man das so sagen darf, zu den, wie sagt man das, seid ihr der Bundesliga-Dino? Euch gibt es schon lange, oder? Ja. Ja, kann man gerne so aber sagen. Aber erste Liga. Also, genau. Kann man sehr gerne so sagen, da haben wir nichts gegen. Es gibt auch andere ganz wunderbare Infogruppen in Hamburg. Mhm. Uns gibt es seit über 30 Jahren jetzt. Wow. Und seitdem halten wir uns auf den Bühnen Hamburgs und um Hamburg herum und deutschlandweit und international. Und das ist ganz schön. Ja. Warum gehe ich morgen, wenn ich die Karten jetzt leider nicht gewonnen habe, aber habe irgendwie Bock drauf, sowas zu sehen, warum gehe ich morgen in die Logensaal, in die Kammerspiele, in der Hartungsstraße? Warum mache ich das? Was passiert da? Sag mal so, genau. 8 Uhr, freundliche Begrüßung gibt es wahrscheinlich. Ne? Man kann auch ein Getränk trinken. Auf jeden Fall ein Getränk. Und dann irgendwann ist ja soweit, dass auf der Bühne was passiert. Was passiert dann? Genau, wir werden einen ganz witzigen und vielseitigen Abend gestalten und auf jeden Fall Spaß haben. Mhm. Und man kann im Publikum halt den Abend mitgestalten und das ist immer ganz schön. Also es wird immer wieder eine Interaktion zwischen uns und dem Publikum geben. Und die Menschen können genau darauf einwirken, was sie sehen wollen. Und können den Abend halt einfach mitgestalten. Ich würde aus eigener Erfahrung sagen, pass auf, jetzt erkläre ich es euch nochmal. Ja. Okay, jetzt geht's los. Pass auf, also, gut, wenn man dass da hingeht, setzt du dich hin, dann ist es total unterhaltsam und lustig. Und das Irre ist das, du weißt ja tatsächlich nicht, wie der, also es gibt tatsächlich, glaube ich, also ich würde mal so sagen, aus meiner fachlichen Sicht, es gibt schon einen roten Faden. Aber was passiert, hat ganz viel mit dem Publikum zu tun. Und jetzt kommt's in liebevoller, intelligenter, auch ein bisschen intellektueller Art und Weise. Und nicht wie bei dem, wie hieß das gestern jemand geschrieben, und zwar der Chef von Ankerherz, dem Furunkel des Entertainments, Olli Pocher, der nämlich auch spontan mit dem Publikum arbeitet, aber vorgestern beim SWR war, also im Öffentlich-Rechtlichen auch noch, und da wie er das immer macht, aus dem Publikum ein Opfer rausgesucht hat und dann die ganze Zeit sich über das Opfer lustig gemacht hat. Das passiert hier überhaupt nicht, man muss keine Angst haben, man muss auch nicht, wie bei dem einen oder anderen Comedian, auf die Bühne und peinliche Sachen machen, alles das gibt es nicht, sondern hingehen, Spaß haben, ein bisschen mitmachen. Und was das Tolle ist, also das würde ich hier garantieren und versprechen, wenn es zu Ende ist, geht ihr raus und dann werdet ihr sagen, will ich nochmal sehen. Versprochen. Ja, und das Schöne ist, es wird nie so ein zweites Mal gespielt. Ja. Es ist ja eine Premiere und Dennäher in einem. Dementsprechend. Aber schöne Worte, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Also vielleicht lässt sich das auch noch mit hinzufügen. Unser Ziel ist es, die Leute zahlen Geld, um mit einem schönen Gefühl nach Hause zu gehen. Und das gilt für jede Person. Also es ist nicht so, dass wenn wir uns eine Person rauspicken und sagen, alle hatten Spaß, außer du. Auf deine Kosten. Das ist nicht das Ziel, nein. Also es gibt keinen Pocher-Effekt, sondern auch diese eine Person. Der Pocher-Effekt. Jetzt nennen wir es mal ganz hart, so wie es ist. Den gibt es nicht. Ich merke schon, wenn ich da hingehen würde, ich hätte wahrscheinlich große Chancen, der eine zu sein, ne?
Kann passieren. Ich hatte es einmal bei Cornelia Polettos Palazzo. Ja. Da wurde zufällig ich ausgewählt, ja, der dann auf einmal auf der Bühne stand und von einem Bauchredner gesprochen wurde, mit einer Maske, die den Unterkiefer bewegt hat. Ah, schön. Und ich habe hinterher ein gratis Bier dafür bekommen. Das war super. Das war toll. Ich war mal beim Deutschen Fernsehpreis. Ja. Dann hatte man mir leider nicht gesagt, dass man damit rechnet, dass ich jetzt irgendeine Rede hatte. Ich glaube, es war ein Schauspieler, ich weiß es gar nicht mehr genau. Dann hat man mir gesagt, ja, Boris, du bist ja von ProSieben und da ist ja gleich dein Auftritt. Und was für ein Auftritt? Hast du Impro-Theater gemacht? Ja, und zwar richtig. Ja. Ich wusste nicht, um wen es geht. Ich kannte den Vogel gar nicht, den ich da vorgestellt habe oder das Projekt. Und ich wusste überhaupt nicht, was es geht. Ich habe mir drei Stichworte geben lassen, da bin ich rausgegangen. Also, ja, schönen guten Abend. Und wie alle anderen auch, bin ich top vorbereitet. Aber ich bin so aufgeregt, ich habe leider alles vergessen. Damit war schon mal die Bühne frei, ich konnte alles machen. Dann habe ich irgendwie 3, 5 Worte gesagt. Dann haben die Leute geklatscht und ich bin gegangen. Und ich habe hinterher gedacht, das war eigentlich eine geilere Performance, als wenn ich danach, wo ich vorbereitet war. Oder wenn du so Präsentationen machst, managementmäßig oder so, ne? Dann ist diese Impro-Nummer so schlecht, nicht wenn du zu der Sache, die du machst, richtig Bock hast. Ein bisschen der Stromberg-Effekt auch. Ja. Und deswegen haben wir das beibehalten für uns in allem, was wir tun eigentlich. Ja. Ihr macht relativ viel, wenn man so recherchiert und auf YouTube unterwegs ist. Ich habe auch was von Impro-Ferien zum Beispiel, glaube ich, gesehen. Genau. Habt ihr nicht auch PowerPoint-Karaoke gemacht? Nee, noch nicht. Aber das gab's auch in den Kammerspielen. Ja, genau. Ja, richtig. Ja. Aber ihr macht auch zum Beispiel als Angebot an Firmen, ne, also dass man quasi einen Impro-Workshop machen kann? Von bis. Ja. Genau. Also auf der einen Seite geben wir Impro-Workshops für Menschen, die jetzt sagen, oder auch gerade für Unternehmen, die sagen, okay, uns geht es ums Thema Teambuilding, Auftreten und Wirken. Das sind so alles Thematiken, bei denen wir sagen, wir haben ein riesen Repertoire, einen riesen Haufen an Tools, bei dem es um Zusammenarbeit geht, bei dem es darum geht, sich zu präsentieren. Mhm. Bei dem wir Unternehmen sagen, wenn ihr was davon haben wollt, kommt vorbei. Oder bucht uns, wir kommen vorbei. Okay, so. Hamburg 1, ne? Also vielen Dank, dass ihr gekommen seid und wir schnorren uns hier gerade so ein bisschen durch, weil wir haben natürlich keine Kohle, das zu bezahlen, aber wir laden euch einfach ein und tun so, dass ihr groß im Fernsehen rauskommt. Ja. Die Wahrheit ist folgendes, der Marco ist ein Typ, der im Prinzip sich gut auskennt mit Autos und Kochen. Verstehe. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Zugang nicht, ich bin also zuständig für Entertainment, ich finde diesen Zugang nicht und was können wir machen, damit wir beide auch mal so ein Team werden? Habt ihr da Ideen für mich, für ihn, für uns? Oh, ich hab ein super Experiment, wenn ihr drauf Lust habt, das zu wagen. Ja. Dafür müssten wir immer Plätze tauschen, wenn es für dich okay ist. Ja, wo muss ich hin? Platz. Okay. Genau. Ach so, Boris muss hier hin. Okay. Ja, genau, Boris, darf ich dich doch in die Mitte? Dankeschön. Wahrscheinlich muss jetzt einer sich hinstellen und der andere muss ihn dann auffangen, wenn er sich fallen lässt. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Ihr dürft drei gerne zusammenrücken. Ja, okay. Ich mach da gerne mit. Das ist Betty aus der Buchhaltung. Genau. Wir haben mit Betty alle ein Problem. Betty mag das nicht, was er kocht. Ja. Sie mag Autos überhaupt nicht, weil sie da ganz dagegen ist. Und das ist ganz ehrlich, was mein Problem ist, Betty mag auch keine Reklame. Ich verstehe. Und Betty ist ein bisschen Außenseiter. Ich verstehe. Ich verstehe das Problem, was damit hergeht. Dementsprechend jetzt folgendes Experiment. Stellt euch vor, ihr seid ein Mensch. Ja, ich weiß, das ist jetzt erstmal... Wir müssen den Chat bedienen. So. Meine rechte Hand tippt, unsere rechte Hand tippt. Genau. Und das Besondere ist, jetzt ein Mensch hat drei Köpfe, offensichtlich, wie man sieht. Ja. Und ich werde euch gleich einfach mal interviewen. Okay. Ja, also es ist jetzt gerade quasi eine improvisierte Übernahme dieser Show, eine Show in der Show. Und ich werde euch Fragen stellen und ihr seid ein Experte zum Thema, welches Thema war es, bei dem du meinst? Kochen und Autos. Kochen und Autos. Oder super. Autos und Kochen, such dir was aus. Ja, alles klar, Kochen mit Autos, was haltet ihr da? Ihr habt einen Foodtruck. Ja? Ja. Ihr habt einen Foodtruck und ihr habt ein ganz besonderes Gericht. Was ist euer spezielles Gericht? Shrimps mit Reis. Ja. Shrimps mit Reis. So ja, man das wer kennt es nicht? Shrimps mit Reis. Ich werde euch interviewen und ihr dürft Wort für Wort antworten. Also du sagst ein Wort, du und so weiter, sodass ihr dann einen zusammenhängenden Satz habt. Mhm. Ja. Und das vereint. Das glaubt ihr gar nicht, wie doll das vereint. Ja? Seid ihr bereit? Ja. Okay, sehr schön. Ich gucke mal in die Kamera. Herzlich willkommen zu dieser Show mit dem Essen in Hamburg. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast dabei. Magst du dich einmal vorstellen? Ich bin Klaus und ich habe ein Foodtruck. Sehr schön, super. Und damit haben wir es. Der erste Fehler. Und wir freuen uns über Fehler. Fehler sind super. Können wir nächstes Mal da anfangen? Alles klar. Nein, du gehörst ja auch dazu. Machen wir es so rum. Genau. Jeder sagt immer nur ein Wort. Okay. Sehr schön. Aber das gehört dazu. Ja. Wir haben ja Moderationsrolle und Spieler. Das sind viele Rollen, die auf einmal auf einen zukommen. Da passiert es, dass man Fehler macht. Wir fangen gerne mal von vorne an. Okay, seid ihr bereit? Okay, und es geht los. Sehr geehrtes Publikum, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Essen in Hamburg, Hamburg mit Essen. Wir haben einen ganz besonderen Gast da, einen Gast, der sich auf einen Foodtruck spezialisiert hat. Magst du dich einmal vorstellen?
Mein Name ist Barbara. Barbara, schön, dass du da bist, Barbara. Die erste Vermutung bei Barbara ist natürlich, dass es sich hier um Rhabarberkuchen handelt. Aber nein, Rhabarberkuchen ist nicht das, was in diesem Foodtruck verkauft wird. Was ist deine Spezialität, Rhabarber? Barbara, Entschuldigung. Ich kaufe auf dem Markt ganz viel ein. Super, das ist natürlich schon mal ein Mysterium an sich. Was ist das denn, was so eingekauft wird? Shrimps sind unfassbar lecker. Ja, also es ist Shrimps, was Sie kaufen. Sehr schön. Und jetzt verkaufen Sie die wahrscheinlich dann auch, nachdem Sie die gekauft haben. Was ist das Besondere an Ihrer Zubereitung? Reis. Mag jeder. Ja. Nicht wahr, nicht wahr. Und wenn Sie jetzt Reis mit Shrimps kombinieren, was ist der Unterschied zwischen Sushi und Shrimps? Jetzt mal ganz provokant reingefragt. Shrimps. Würzig. Wakame. Shrimp, würzig, Wakame. Ich merke das schon. Sie sind hier wirklich eine Person, die Fakt für Fakt mitbringt. Genial. Dann würde ich einmal nochmal sagen, mögen Sie nochmal Ihren Werbespruch in diese Kamera rufen, damit alle wissen, deswegen sollte man zu Barbaras Foodtruck gehen. Shrimps. Kochen. Mit. Reis. Am. Isemarkt. Boom. Ja, das war's auch schon von unserer Seite aus. Vielen Dank. Schalten Sie sich mal ein, wenn es heißt Hamburg mit Essen, Essen in Hamburg. Ja, das ist Impro. Vielen Dank. Sehr Dank. Und wir haben auf jeden Fall auch wieder neue Zuschauer aus Essen gewonnen. Ja, das finde ich sehr gut, weil... Achso, warum stehe ich eigentlich auf? Ich musste ja gar nicht tauschen. Es ist Reflex. Es ist Reflex. Das Lustige ist ja, wenn man so zwei Leute hat wie uns, die jeden Tag auch Sendung machen und viel reden, wenn man dann in diese andere Rolle kommt, ist man erstmal... Nicht so gut, ne? Weil das so ein Perspektivwechsel ist. Erlebt ihr das häufiger? Aber das Wichtigste ist, dass man hat halt gesehen, es ist ja nicht, also das, deswegen, die Leute haben, ganz viele Menschen haben totale Angst, auf Bühnen zu gehen. Ja. Und das haben sie deswegen, weil sie denken, es gibt eine Erwartungshaltung. Genau. Aber wenn jemand da ist, der das richtig dosieren kann und der ein Fachmann, da geht es wieder darum, ne? Manche denken, Impro heißt ja, ich muss nichts können, ich muss nichts wissen, ich muss einfach labern können. Totaler Irrtum, das ist Handwerk. Ja. Und das zu dirigieren und das dazu hinzukriegen, dass drei unterschiedliche Charaktere, auch wenn eine sich damit auskannte, aber dass die sozusagen, dass es in eine Richtung geht, dass es unterhaltsam wird, dass was bei rauskommt, das ist Handwerk, Kunst und das, sagen wir mal so, da muss man keine Angst vor haben, wenn man selber das nicht kann. Das ist wie beim Zahnarzt, da redest du ja auch nicht mit, sondern hast vielleicht ein bisschen Horror vorher, aber eigentlich, wenn du rausgehst, ist es immer geil. Und hier ist genau das Gleiche. Dieses Gefühl, mal mitgemacht zu haben, kreativ zu sein, sich mal gehen zu lassen, in die Hände von anderen begeben und sowas, das ist ein feines Gefühl. Das macht sehr viel Spaß. Ich wünsche euch morgen alles Gute. Haben wir schon zwei Gewinner eigentlich? Noch nicht. Muss ich gleich im Mail-Postfach nachgucken. Okay. Was auf jeden Fall super ist, und das hatte ich mir ein bisschen erhofft, ganz viele diskutieren jetzt über Reis. Welchen Reis sie am liebsten mögen. Ja. Ich werde gleich noch einen Link posten, Helge Schneider, es gibt Reis. Ja, sehr schön. Perfekt. Super. Und ich muss sagen, Shrimps mit Reis war ja ein Insider aus meiner Lieblingsserie von früher, How I Met Your Mother. Deswegen habe ich das gesagt. Ja. Oh mein Gott, welche Stelle war das? Da wird gesagt, alle machen mit, wenn man ruft USA, USA. Ja. Und dann sagt Robin, das geht auch mit Kanada. Da macht aber kein Mensch mit. Und dann kommt Barney Stinson und sagt, Shrimps mit Reis. Shrimps mit Reis. Ah, das ist klar. Oh, ja, oh schön. Ich muss die Serie nochmal gucken. Ja. Die Stelle, liebe Zuschauer, die Sache, wir müssen aufpassen, dass es nicht entgleitet. Wir sind inzwischen bei Konkurrenzprogrammen auf Sendern, die ich zwar schon mal gehört habe, aber nicht wirklich gucke, natürlich, weil ich gucke ja die ganze Zeit nur das und meine eigenen Kanäle. Nein, ich gucke nur, wenn Wer steht mir die Show kommt. Ah, okay. Das gucke ich auf jeden Fall. Den ganzen Rest bin ich nicht so richtig dabei. Ich gucke lieber selbstverliebt meine eigenen Sachen an. Ja. Oder das, was du machst. Oder morgen Abend das, was ihr macht. Ja. Schön. Man geht los, 20 Uhr, ne? 20 Uhr, genau. 20 Uhr geht's los. Genau. Ein bisschen früher da sein, kann man noch ein schönes Getränk zu sich nehmen. Ja, und was ich nochmal sagen wollte, Kammerspiele, ne? Das hat der Jürgen Huhnke vor, keine Ahnung, vor 20 Jahren hat er das Theater davor bewahrt, dass es tatsächlich pleite ist. Und weil das bei ihm in der Ecke ist oder auf der Ecke ist, in der Hartungstraße, hat er gesagt, komm, ich kümmere mich darum. Dann gab es Diskussionen, wie man sich darum kümmert. Der hat es übernommen, der hat das für Millionen renoviert. Vor allen Dingen aber hat er Zehntausende von eigenen Arbeitsstunden reingesteckt, wo man weiß, was so ein Manager eigentlich verdient und so. Und jetzt fragt ihr euch, sieht man das? Und ich sage euch, wenn ihr da seid morgen, allein deswegen lohnt es sich schon hinzugehen, wenn ihr da seid, werdet ihr sehen, das ist eines der schönsten Theater, die ich als Schauspielerkind jemals gesehen habe. Das ist so toll renoviert.
Das hat so eine tolle Atmosphäre und das ist, allein das ist schon, macht schon Spaß. Und da ist auch noch Kaffee drin, glaube ich. Man kann noch Kaffee trinken genau. Vorher, ne? Wir sind allerdings nicht ganz in den Kammerspielen, sondern wir sind im Logensaal. Genau, im Logensaal, genau nebenan. Aber es ist genau. Der Logensaal ist der gleiche Eingang. Genau. Also nicht, ne? Achtung, die Kammerspiele, die früheren Kammerspiele bestehen aus zwei Teilen. Aus einmal dem Theater, dem klassischen Theaterteil und einem Entertainment-Teil. Das findet im Entertainment-Teil genau. statt. Aber es ist ein wahnsinnig schönes Theater. Das, ja, ja, schön toll. Renoviert. Ne? Ja, ist toll total. Gemacht. Jedes Bild ist mit der ja, Hand selbst ausgesucht und so. Ja, toll. Wirklich. Vielen Dank für den Besuch. Das war cool. Danke euch. Danke. Ach, sehr schön. Gerne. Vielen Dank. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. Danke. Danke. Dankeschön. Ciao. Tschüssi. Schönen Tag. Ja. Bis morgen. Ja, bis morgen. Tschüssi. Ich freue mich drauf. Ich finde es so gut. Ich